Obwohl Ruth Ewaller in einigen Filmen mitwirkte, ist über sie recht wenig bekannt. Sie wurde am 16. März 1916 mitten im Ersten Weltkrieg in Plettenberg geboren. Mit ihren 6 älteren Geschwistern wächst Ruth in diesem Haus auf. Die ehemalige Villa Ewaller, die noch heute existiert, wurde später verkauft. Hier sehen wir Ruth mit etwa 3 Jahren. Das kleine Mädchen kann wunderbar singen und soll später vielleicht Sängerin werden. Doch dazu kommt es nicht. 1932 sucht ein Berliner Shampoo-Hersteller die schönste Blondine für den Wettbewerb Miss Blond. Blond waren sie. Jung waren sie. Und was die Damen anging, da konnten sie getrost noch ein Jahr dazu schwindeln. Also wanderten heimlich 2 Fotos in den kleinen westfälischen Dorfbriefkasten und von dort aus in die große Stadt Berlin. Und dann hat sich die Jury für sie entschieden und die UFA gab ihr dann gleich einen Vertrag. Ja, stimmt. Tja, mein Vater, der war sehr zurückhaltend, hat sich gar nicht gemeldet dazu. Der hat immer gehofft. Und er wollte auch nie so richtig ran und wollte die Bescheinigung schreiben, dass er einverstanden ist. Wollte nicht sein? Nee, wollte nicht. Es hat lange gedauert, bis er das Einverständnis gegeben hat. Ja? So, das weiß Meine ich Mutter, nicht. Die hat das so hingenommen. Die hatte das Temperament dazu. Welche Bedeutung dem Blondinenwettbewerb beigemessen wird, mag die Tatsache belegen, dass die Wochenschau darüber berichtet. Durch Zufall ist auch Ewele zu sehen. Am Bildrand ist die junge Sauerländerin mit der Nummer 16 kurz zu erkennen. Eweles Traum wird wahr. Sie war hiermit Deutschlands erste Miss Blond bei den von den Naturblond-Laboratorien Berlin veranstalteten Wettbewerb. Sie erhielt 500 Reichsmark und ein Filmengagement, aus dem allerdings nichts wurde. Aber sie bekommt ihren ersten Leinwandauftritt. Beim Nur Blond-Wettbewerb im Hotel Kaiserhof hat Fräulein Ruth Ewaller den ersten Preis als schönste Blondine Deutschlands erhalten. Ich freue mich, dass ich im Nur Blond-Wettbewerb im ersten Preis bekommen habe und dass ich bei der Deutsch-Universal-Filmgesellschaft ein Engagement erhalte. Sie fuhr wieder in ihr Heimatdorf zurück. Nach bestandener Abschlussprüfung ging sie zu Verwandten nach Berlin. Ewelers Filmtätigkeit beschränkte sich auf ein paar kurze Worte in einem Kurzfilm und ein entschieden längeres Warten auf den Filmnachweis. Dann wurde sie entdeckt, nicht vom Film, sondern von der Industriereklame. Anfänglich waren die Angebote noch etwas spärlich, aber dann war sie gut im Geschäft. Nach einigen Kurzfilmen und kleineren Auftritten an der Seite berühmter Stars scheint die große Filmkarriere 1936 möglich. Der Regisseur Dr. Arnold Funk wird auf die junge Plettenbergerin aufmerksam. Als einzige deutsche Schauspielerin engagierte er sie 1936 für den ersten deutsch-japanischen Gemeinschaftsfilm in Tochter des Samurai mit dem Verleihtitel Die Liebe der Mitsu. So drehte Ewela 10 Monate lang im fernen Osten als blonde Gegenspielerin. Hier sehen wir einen Ausschnitt. Ja, aber das verstehe ich nicht. Warum adoptiert man in Japan einen Sohn aus einer anderen Familie? Um die Ahnenreihe nicht abbrechen zu lassen. Das Blut erhalten bleiben. Aber das würde doch auch erhalten bleiben, wenn eine Tochter da ist. Aber nicht mit dem Namen der Familie. Schöne Sitte. Wird gerade bei uns interessieren. Ja, aber sag mal. Dann musst du doch eigentlich die Tochter deines Adoptivvaters heiraten. Ewela ließ sich von den Urteilen in der Presse nicht blenden und ging nach Abschluss ihrer ersten großen Filmarbeit sehr kritisch an ihre eigene Leistung heran. Ein Jahr lang nahm sie Tag für Tag dramatisch Unterricht. Mit 2 Kurzfilmen bei der UFA begann sie ihre praktische Arbeit wieder. Nun holte Harry Peel sich das schlanke Westfalen-Mädel als Partnerin für seinen Film Menschen, Tiere, Sensation. Also ein anonymer Verehrer. 1938 heiratete die 22-jährige Schauspielerin den 15 Jahre älteren Frauenarzt Dr. Ernst Raab. Sie ist bei ihrer Hochzeit schon in anderen Umständen.
Anfang 1939 wurde ihre Tochter Gabi geboren, deren Spuren sich noch im Kindesalter verlieren sollte. Möglicherweise lebt sie in Amerika. Die Ehe mit Dr. Ernst Raab scheiterte. Nach einer verbotenen Abtreibung musste der Ehemann von Evelas im Gefängnis und verlor trotz Fürsprache von den berühmten Leinwandhelden Harry Peel seine Approbation. Noch während der Haft trennt sich das Ehepaar. Nach einer kurzen Babypause stand sie erneut vor der Kamera. Die Filme »Wir tanzen um die Welt« und »Zwischen Hamburg und Haiti« mit Gustav Knut. Gustav, Mensch! Fein, dass du da bist! Also, das ist Henry Ingeborg, der große Haiti-Chef Henry Brinkmann. Bist du still, Junge? Entschuldigen Sie, wir sind auf sowas wie Sie natürlich nicht eingerichtet. Sie wissen schon, ich meine... Ich freue mich, dass ich Sie endlich kennenlerne, Herr Brinkmann. Was denn? Sie, du sagst du zu ihm, er ist doch mein bester Freund. Darf ich denn du zu ihm sagen? Wenn es dir nichts ausmacht, so einfach... Ich freue mich sehr, Henry, wenn ich du zu dir sagen darf. Also. Die Blumen. Rosa, hallo! Das ist der Geheimrat. Ja, williger, reizend, dass ich... Wunderbar, Dejan, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich meine, für Gustav. Ja. Auch für uns auch, ne? Ja, klar, für uns auch, ja. Hallo! Da sind ja die Rosen. Etwas zu spät, aber umso herzlicher. Dankeschön. Ja, es tut uns furchtbar leid. Wir haben ganz mächtig zu tun. Wir müssen jetzt gehen. Wir sehen uns ja heute Abend im Club, ne? Gut. Und Club ist auch ein bisschen übertrieben, aber da gibt es prima Cocktails. Also, bis heute Abend. Tschüss. 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 Komm hier einmal. Wirklich ein feiner Kerl, dein Freund Henry. Mhm. Eigentlich noch netter, als du ihn mir geschildert hast. Ja, auf Henry kann man sich verlassen. Sag mal, warum hat er eigentlich keine Frau? Henry? Und eine Frau? Ja. Ich glaube, er würde selber lachen, wenn er das hört. Henry und verliebt, das muss man sich erst mal vorstellen. Vielleicht hat er einmal geliebt und es war anders, als er sich's gedacht hat. Ihr Frauen, ihr müsst euch immer gleich einen Roman ausdenken. Hm? Ja, ist doch möglich, schau mal. Hier sehen wir die Bismarckstraße 84 in Berlin-Charlottenburg. In diesem Haus wohnt die Schauspielerin. Hier erinnert heute nichts mehr an sie. Ruth Eveler verstarb mit nur 31 Jahren, 1947 in Berlin. Der Grund ihres Todes ist bis heute nicht geklärt. Gibt's nur